Nee, ich will nicht da rein. Nicht bei dem Game. Hallo? Aus. Geh aus. Muss ich da echt noch ins Hauptmenü. Okay. Zack. Kamera aus. So. Ja, was denn nun? So. Da sind wir wieder. Ja, grüß euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ubisoft Original. Anno 1800 in der Konsolenedition. Habe ich überhaupt Ton? Hab ich Ton? Ja, habe ich. Sehr schön. Dann können wir jetzt loslegen. So. Twitch, warum erkennst du Anno 1800 nicht? Ist ja merkwürdig hier. Games und Demos. Ja, alles klar. Alles klar. Anno 1800. Das echt, weil ich es komplett groß geschrieben habe. Naja. Beim nächsten Mal ausprobieren. So. Wir starten unser Abenteuer. So, wir sind verbunden. Eingeschränkten Zugriff auf Spielersuche. Mehr Spieler. Key eingeben. Key eingeben. So. Optionen. Achso. Audio. Musik. Erstmal wieder runter. Dynamische Zwischenfallmusik. Aus. So, Grafik. Feste Sonnenposition. Nein. Text nicht kursiv. Okay. Sprache Deutsch. So, haben wir keinen Leistungsmodus oder so? Kommentare von Charakteren deaktivieren. Oh ja. Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass andere Ihr Handeln kommentieren. Kann man eventuell später mal machen. Spiel. Einführung, jo. Automatische Blaupause. Okay, um Gebäude automatisch im Blaupausenmodus zu platzieren. Alles klar. Alle Besucher empfangen. Empfängt automatisch alle eintreffenden Besucher und informiert sie darüber, welche Besucher angekommen sind. Nutzen Sie hellgrün als Grasfarbe für geeignete Wege setzen. Automatische Speicherung, 3 Punkte oder 5. Machen wir mal 3. Alle 20 Minuten, alle 30 Minuten. So, und dann gehen wir jetzt ins Spiel. Natürlich spielen wir erstmal die Kampagne. Erkunden Sie das Spiel auf eigene Faust. Erhalten Sie Anleitung, Tipps zum Spiel. Wir sind kein Anno-Neuling. Zack. So. Dich nehmen wir.
quasi vom Tellerwäscher zum Millionär. Nein, verdammt. Kann ich nochmal zurück? Da gebe ich denn hier meinen Namen ein. Spielername ändern, da. So, da kommt natürlich der Aiden Crofton. Zack, so. Wir spielen auf normal. So, Segel setzen, jawohl. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Ich soll arbeiten? Dynamit fischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Schicken wir das Schiff zum Leuchtturm, um Dynamit zu holen. Okay. Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit übrig. Ja. Es gibt massenhaft Fisch in dieser Bucht. Auswählen. Man muss sich der Vergangenheit stellen, um eine Zukunft zu haben. Hallo? Schicken Sie das Schiff, oder darf ich nicht direkt da drauf? Okay. Alles klar. Aber sei ja vorsichtig. Sammeln Sie Dynamit auf. Das sind die Fische. So. Aha, da sollst du hin. Bedeutet das? Wie sammle ich denn hier Dynamit auf? Ich verdanke dir mein Leben. Du führst, ich folge. Ich hab das Dynamit schon. Sag mir das doch einer. So. Ja, komm her. Kommt her. Seid gerade auch hier so schön an uns vorbeigeschwommen. Du erkennst eine gute Gelegenheit. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Abbrechen. Schiff bewegen. An den verbrannten Geruch muss ich mich noch gewöhnen. So. Liefern Sie ein Paketschiffbüro. Ach, dieser verbrannte Gestank. Gib her, was auch immer das ist. Und ich helfe dir, es loszuwerden. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung! Das Schiff fährt bald ab und niemand will, dass ihr es verpasst. Alles klar. Paketschiff oben. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück.
Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Warum ist er so negativ eingestellt? Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Familie. Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritterwürde beraubt. Wirst du uns beistehen? Ich bin jetzt, da Vater eingekerkert ist. Es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Woher aber hat Schwester schon gewusst, wo wir sind? Haben wir Kontakt mit ihr gehabt? Also gehalten? Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal, wie weniger gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Okay, unsere erste kleine Inselche. So, zwei Werkzeug. Straßen. Alles klar, erstmal Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Eiland? Ja klar mache ich das. Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. So, jetzt darf ich. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Ja, machen wir ja. Moment einmal. So. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Nein. So. Bauen Sie 10 Bauernhäuser in einem Marktplatz und beherbergen Sie 50 Bauern. Wie viel Geld haben wir überhaupt noch? Yep. So, zack.
einmal da Lagerhaus. Bauernhaus. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zeitalter der Landwirtschaft. Hallo? So. Ja, ich weiß, du hast keine Straße. Kümmere ich mich gerade drum. So. Mama, ach, dürfen wir auf dem Acker spielen? Ich habe mich gerade echt erschrocken, als dann Mama kam. Weil genau in dem Moment waren wir runter am Zoom. Dürfen wir auf dem Acker spielen? Bleibst du aus reiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Reine Boshaftigkeit. Da du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Dieser geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Ach, da. Sie gleich, woher Sie kommen? Ah, Bretter. Da ist der Marktplatz. So, jetzt wollen wir nur noch unsere Bauern. Zack. So, das und da mal da, Marktplatz, Bauernhaus. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Verräter stirbt mysteriös in Haft. Berichten zufolge konnte Samuel Goethe die Demütigung seines Prozesses nicht ertragen. Nur wenige wohnten seiner Beerdigung bei, jedoch mehr als dieser Judas je verdient hätte. Affäre um Inselverkauf. Das Empire ist erschüttert wegen des Verkaufs der strategisch wichtigen Insel Prosperity. Samuel Goethe bescherte der jungen Königin aufgrund seines Akts des Hofrats die erste Handfeste. Naja. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. Ja, so ist das halt. Mit Verwalten. Boah. Inselteile, Statistiken, Diplomatie, Zeit. Ach so, hier waren Zeitungen. Aufgabenbuch, Expedition, Einfluss, Ditchwater, Propaganda, Handel, Militär, okay. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Entfernen Sie. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Nee, Moment mal.
Entfernen Sie Wohnviertelruinen. Abwählen. Bewegen. Reißen Sie ab. Ja. Aber ist nicht möglich. Reißen Sie Gebäude, Straßen oder Objekte ab. Wie entferne ich die denn jetzt? Ah! Die sollen wir abreißen. Okay, nur anklicken. Alles klar. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Daneben. Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Bauen Sie eine Fischerei. Zurück. Fischerei da. Warum bist du? Neue Gebäude wurde freigeschaltet. Alles klar. Hat keiner gesagt. Aber ich nehme mal an, das war die Fischerei. Bitte hier. Kein Lagerhaus. Ach so, Straßen bauen. Schön, dich zu sehen, Onkel. Warum baust du jetzt Straßen? Hier nur Feldweg. Material. So. Einmal. Das ist so geil. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Uns gehen die Bretter aus. Doch es lagern noch welche in den Ruinen hier. Am besten, du siehst dort mal nach. Lass mich steuern, was wir hier machen, Mann. Haben wir noch mehr Ruinen? Verwüstetes Kirchenviertel. Okay. Lagerhallenruine. Alles klar. Brennereiruine. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht.
Ui, schön. Nur stark genug treibt die Zinnmänner an. Okay, okay. Muss man eben. Ja. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Ja, Augenblick. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Machen wir sofort. Machen wir sofort. So. Da oben. Zack, 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 zack. Wieso sind so widerschwänzig, dass die Bauern keine Möglichkeit dann haben? Alles klar, die können wir aber noch nehmen. Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Halten Sie in der Region 70% der Schnapsversorgung für eine Minute. Okay. Bauen Sie ein Wirtshaus. Das Marktplatz. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Schnaps. Marktplatz. Da ist das Wirtshaus. Kann ich schon gar nicht bauen. Dahin. Feldweg. So. Oder muss kein Lagerhaus in Reichweite. Wo muss ich dich denn? Ein Lagerhaus in Reichweite? Das kann doch nicht sein. Oh mein. Ja. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Hier. So. Und dann zack. Lagerhaus. So. Was hast du jetzt? Kartoffeln fehlt. Einige Felder könnten helfen. Wie baue ich denn hier Kartoffelfelder an? Produkt auswählen. Produktion anhalten. Arbeitspension. Zeit für ein Nickerchen im Stroh. Nein. Ah! Das ist doch die Schnapsbrennerei, ne? Der Kartoffelhof. Wie bitteschön
Kartoffelhof. Da. Ich muss 72 Kartoffeldinger haben. Ja. 10%. Okay. Gut, das geht auch. Dann bauen wir jetzt mal das Wirtshaus. So, bam, bam, bam. Wie sieht das mit der Produktion aus? 38%. 39. Müssen wir noch die Stabsbrennerei bauen, ne? Ach nee, das ist die Schnapsbrennerei. Der Kartoffelhof. Produktionskette Schnaps. Unsere Rohstoffe Bauern. Kartoffelfeld fehlt. Prozent. So, geht die Produktion ja noch schön nach oben. Aber der bringt die Kartoffeln gerade weg. Schnaps. Oder wird der automatisch daraus gemacht? Der Schnaps. Weg. Da können wir abbauen. Liefert Anbaufläche für den Ackerbau. Liefert Kartoffeln. Auch ein Kartoffelhof. Diese Dienstleistung an öffentliches Gebäude.
Um die Produktion am Laufen zu halten, sind Wartungen erforderlich. Pausieren Sie die Produktion, um Kosten und Arbeitskräfte zu sparen. Materialien. Zwischenprodukte? Keine. Wir müssen Mäuse haben. In der Scheune sind Eulen. Das ist kein Handel. Ich wollte ja auch nicht handeln. Wie bitteschön? Produziere ich den Schnaps? Kartoffeln haben wir. So, warum kann ich denn keine weiteren bauen? Modulobergrenze erreicht. Gut. Aber wie gesagt, wie produzieren wir Schnaps? Versorgen Sie Ihren Bauern mit Schnaps, um sie glücklich zu machen. Bauen Sie dazu einen Kartoffelhof und eine Schnapsbrennerei in unmittelbarer Nachbarschaft und verbinden Sie beide durch eine Straße mit ihrem Konter oder einem Lager in der Nähe. Bauen Sie ein Wirtshaus in der Nähe. Aber ich... Arbeitskleidung. Feuerwache. Schnaps. Ah! So, okay. Kartoffelhof, Schnapsbrennerei. Alles klar. Nein, nein. Bewegen. So. Okay, Moment. Dann kommst du hier hin. Alles klar. Dann sollte die Kartoffeln ja jetzt eigentlich hier hinkommen. Ja, fehlende Waren. Irgendwas fehlt immer. Drei oder vier Scheffel? Ich weiß es wirklich nicht. Okay, so, dann machen wir das anders. Bewegen. Zack. Und einmal Feldweg. Da. So, dann könnt ihr euch die Waren hier direkt holen. Ihr liefert sie dahin. Da kommt unser Schnaps. Ja, wunderbar.
wird er geliefert. Da wird er geliefert. Schließlich bekam die dumme Kuh Hühneraugen. Also sagte ich, halt deine Füße gesund, sonst kannst du nicht arbeiten und deine 6 kleinen Mäuler stopfen. Ja, guter Tipp. Da. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, jawohl. Ich denke mal, wir könnten aber auch unser Markenrein darüber setzen eben. So, da haben wir Holz. Nochmal. Da können wir auch. Haben wir so. Ah ja, die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten, der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Oh, du Armster, du Ärmster. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöke, was immer du noch hast. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. So. Ist die Holzversorgung erstmal gesorgt? Versorgt? Ja, zumindest fast. Bretter, sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Ding, ding, ding. So. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Hier abliefern. Warum soll ich denn hier was abliefern? Lagern Sie 5 Tonnen Schnaps. 4 Tonnen. Ganz gewiss ein prächtiges Schiff. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Fehlende Ware. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Deine Wohltaten. Alles klar, mein Freund. Reicht dir die das Stückchen Straße hier nicht? Ah, jetzt hast du ja Waren. Okay, da sind wir. Jupp. Da ist unser Onkel. So. Das. Suchen Sie Ihre Cousine in der Umgebung von etwas großer Ausstellung, wo er einen Aufstand anführt. Was? Bright Sands wird unserer Familie noch von großem Nutzen sein. Du wirst schon sehen. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Gut. Finden Sie auf Edwards Insel aufständigen Mob. 5 Stück.
Nummer 1. Was sagtest du, womit es bestückt war? 2. Na. 3. Kein aufständischer Mob mehr da. Schon da. 4. Ja, ich höre euch, ich höre euch. 'Nehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Was ist das? Springen. Bewegung? Wählen Sie das Schiff des Redakteurs. Alles klar. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Wie eskortieren. Wählen Sie das Schiff, das soll ich kürzen. Ja. Ich versuch's doch die ganze Zeit. So. Wollt ihr mich schweppeln? Eigentum vom Redakteur. Moment. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Ich hab's ausgewählt. Eskortieren. Aber mit welchem Schiff? Ich selbst hab kein Schiff. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Ah! Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat.
Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. So. Warten Sie bis Onkel Edward... Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Okay, ausbauen. Lop. Bedürfnisse. Perfekt, perfekt. So, Moment. Einmal das. Einmal das. Da, nein. Schäferei. So. Hätte ich das gewusst? Ich habe gedacht... Moment. Binden. Dann setzen wir euch so. Dann können wir noch. Wie geht's? So. Wer wollte da gerade was von mir? Ausbauen zum Arbeit aus. Eins. Ja, das heißt. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll. Dann. Erstmal das. Baumaterial. 75 gehen da nur rein. Setzen wir dich am besten hin. Ja, können wir auch direkt so machen. Dann hat er auch Verbindung direkt. Zack, zack. Ziehen wir hier noch eine Straße durch. Was hast du jetzt? Was hast du?
Das Lager ist voll, hattest du nur gesagt, ne? Ach so, wir haben ja hier verbraucht. Ich wollte gerade sagen, warum fehlen da jetzt? Wieso gehst du runter in der Produktion? Produktion erstmal angehalten. Du bist jetzt dran. Sehr schön. Papa, die dumm so. Wieso habe ich keine 4 Tonnen hier drin? Konsumgüter. Ich habe 18 Tonnen. Ach, die muss ich im Schiff reinlagern. Moment. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten. Moment. Öffnen. Das. Das ist doch Handel. Von der Tastatur öffnen? Will ich nicht. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Das ist doch unser Schiff. So, Moment, zack. Schnaps da. Das. Das Beagle Ditchwater. So, zurück. So, dann.
Archibald Blake, was? Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Ich hab doch hier. Warum kann ich denn nicht? Ah. Bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. So. Aus. Was ist das für ein Ausbau? Hey. So ein Konto. Es wurde eine neue Insel entdeckt. Oh ja, da hinten. Moment. Da sind wir. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So. Die werden so schnell groß. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Ja, noch mehr. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Bevor Hanna sagt, dass sie mehr Arbeiter benötigen. Nicht genügend Arbeitskräfte. So, das bedeutet, wir bauen jetzt erstmal. Wollen wir so einen hinter die Binde kippen? Ich dachte schon, ich muss ins Arm. Müssen die hier natürlich erstmal einziehen. Oh, die haben die Straße vergessen. Naja, ja. Zehn Arbeiter brauchen wir noch. 10 Arbeiter. Aber erstmal brauchen wir noch neue Bauern.
Büchse. So. Ihr seid wieder dran. Oder auch nicht. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Feuerwerk produziert. Produziert. Okay. Ihr braucht also noch mehr Arbeiter. Mal 3 war das, ne? Ab. Ich störe nicht mal die Nachbarn. Verwaltung? Was haben wir denn da? Achso. Inselinfo. Ja, alles klar. Arbeitspensum. Attraktivität. Ich kann kaum abwarten, mich umzusehen und alles zu erkunden. So, wo war das Wirtshaus denn da? Noch alle drin. Alles klar. Dann werden wir die nächsten nach hier oben bauen. Nächsten Arbeiter, Bauernhäuser. Kein Holz mehr. Na. Ja. 22 Bauern fehlen uns noch. Okay. 18. Kommen ja wieder welche. Gut. Arbeiter haben wir wieder genug scheinbar. Das geht von Hand wesentlich besser. Dann Aufstieg nicht möglich. Aufstieg nicht möglich. Stimmt, weil wir zu wenig Bauern gerade haben. Frisch wie eine Frühlingswiese. So, hier steht nichts. Hier, du hast einen Fleck auf der Wange. Hallo? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hafenstadt. Wir sind ein Hafenstädtchen geworden. Oh ja. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Ja, der Onkel meldet sich nicht. Neues Gebäude freigeschaltet. Deine wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen.
Segeltuch. Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Entfernen Sie, verlassen Sie Schmelzhütte. Wollen wir denn die verlassene Schmelzhütte? Ziegelsteine aufnehmen? Bretter aufnehmen. Ach, da. So. Spielen. Nein, mein Kind, dürft ihr nicht. Ich überlege gerade die Lohnung. Ja. Ich möchte mal her. Das wissen wir ja. So. Also. Und. Nein, nicht upgraden. Können wir eigentlich neues bauen, ja. Das Lagerhaus. So, plus 55. Da können wir ja langsam die nächsten aufwerten. Ach, da oben waren wir dran. So. Das ganze Wochenende nur am Trinken. Alter, Saufgab. Setzen wir hier eine Straße zwischen. Dann. Du willst heiraten? Nicht zu glauben. Na, nehmen wir die hier weg. Und können hier weitere Bauernhäuser setzen. Zack. Zack. Du
läuft das Fließband schneller als sonst? Was ist denn hier? Warum produzieren Abliefer? Ach so, das Segeltuch. Moment mal, Segeltuch? Segeltuch? Womit produzieren wir das denn jetzt? Können wir noch gar nicht. Zink. So. Habe ich auch gebaut. Bauernhäuser. Da fehlt uns das Holz jetzt. So. Ein Feuer ist ausgebrochen. Upsala. Upsala. Müssen wir jetzt echt eine Feuerwehr bauen. Im Bau. Im Bau. Wie lange baust du denn? Also der ist nicht im Bau, der ist im Ausbildungsmodus. Gutes Spiel. Die Flammen lodern hoch, immer höher. Und höher und höher. Oh, wie lange brauchst du denn noch? So, juhu. So, hier scheint gelöscht zu sein. Geht mal ins andere. Bevor das überspringt. So, sehr schön. Neues Gebäude freigeschaltet. Ah ja. Das ist außerhalb ihrer Reichweite. Nee. Das war bevor wir dich gebaut haben. Die Flammen wurden gelöscht.
Tag für Tag diese Plackerei. Ja, mein Freund, jeden Tag musst du Plackerei machen. Uns fehlen Waren. Komm mal doch. Das brauchen wir noch. Das können wir die schon mal bauen. Wie sieht das denn hier aus? Die lagern derzeit keine Items. Ich wollte auch keine Items haben. So, da. Schnaps haben wir noch 7, Kartoffeln 2, Fische 65, Holz 2, ne, Bretter 2, Holz haben wir 36. Ja, tut's doch. Im Moment reicht's ja alles. Wir könnten eigentlich hier noch eine zweite Holzproduktion aufbauen. Was bedeutet jetzt die drei Bäume dahinter? Hier hat er die nicht. Ach, wird aufgeforstet. Schönen Tag auch. Die sind doch am Abholzen. Wo forsten die denn auf? So. Wir bringen nach da unten. Ja, wir bringen nach da unten. Ja, dumm. Im Speck. Wieso brauchst du eigentlich keine Gewänder? Einwohneraufgabe einem Stadtmenschen vorlegen. Bäuer, bitte dien eine Fotografieaufgabe an.
Dies hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Jeden Tag eine gute Tat? Ziel hilft ihm. Wir würden verstehen, wenn sie sich übernommen hätten. Ich weiß nicht, was die da wollen. Fotografieren Sie die Feuerwache. Wie fotografiere ich die denn? Foto machen. Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer Gans vergelten. So, haben unsere Einwohner zufriedengestellt? So, an dieser Stelle beende ich den Stream für einen ersten Eindruck von Anno 1800 in der Konsolen-Edition auf der PS5. Sind anderthalb Stunden schön, eine schöne Länge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Arrivederci, winke, winke und goodbye, euer dein Aiden Croft. Ihr wisst ja, liken, teilen, kommentieren dürft ihr, wenn ihr denn mögt. Und natürlich auch mir in den Kommentaren schreiben, was ihr von meiner Bauweise haltet. Natürlich alles, also ein bisschen amerikanischer Style, wie auch City VRs. Alles Block-Style-mäßig ist halt am effektivsten, ne? So, dann sage ich jetzt wie immer Arrivederci, winke, winke und goodbye, euer, dein Aiden Croft.